was ich vorhin auch gesagt habe. Du hast jetzt gesagt, wenn etwas falsch ist, dann ist das unauthentisch. Guck mal, du hast jetzt genau das gemacht, was ich vorhin gesagt habe. Wenn irgendetwas gesagt wurde früher, ja, bei den in den Hadith-Wissenschaften, was halt den Islam widersprochen hat, dann hat man Wege gesucht, um das halt unauthentisch darzustellen. Fertig, Punkt aus Ende und weg damit. So, das ist halt die innere Bewegung von dem, der die Authentizität prüft. Ja, das waren ja Gelehrte, das waren Islam-Pro-Menschen. Ja, genau wie du jetzt gemacht hast. Ich habe gerade etwas gesagt, was wenn da Fehler drin sind. Du hast nicht gesagt, ja, müssen wir mal untersuchen, ob das wirklich Fehler sind. Du hast gesagt, Das nee, wird dann ja ist es. untersucht. Ja, Das nee, wird aber ja guck mal, untersucht. deine Herangehensweise war gerade so. Ja, dann ist es unauthentisch. Du gehst schon davon aus, dass es einfach, dass keine Fehler gibt. Und wenn es Fehler gibt, dann müssen sie unauthentisch erklärt werden. Egal wie. Wir müssen einen Weg suchen, um das unauthentisch zu erklären. Das ist die Bestrebung. Die Bestrebung ist nicht, die Wahrheit zu finden, sondern die Nein. Bestrebung ist es, guck mal, ja, es gibt eine, klar gibt es eine Bestrebung, um die Wahrheit zu finden, und zwar im Rahmen von Sachen, die halt den Islam nicht widersprechen. Im Rahmen dessen, was den Islam nicht widerspricht, da kann man natürlich den Wahrheitsgehalt wahrhaftig untersuchen, ja, oder nachforschen. Aber Sachen, die halt dem Islam widersprechen, da wird schnell der Weg gesucht, wie man das unauthentisch erklären kann. Das ist halt Kennst du dich? der innere Kennst Trieb. du dich mit den Sekten im Islam aus? Also ich kenne mich mit Sekten aus und da macht die islamischen Sekten machen da keine Besonderheit. Ja, doch schon so ein bisschen. Jede Sekte für sich ist besonders, aber. Sekten im Islam, beispielsweise Aleviten, sind Ich erstens. kenne mich sehr gut, ich war kurz weg, ich kenne mich sehr, sehr gut aus mit Sekten im Islam. Bitte schön, weiter. Okay. Dann weißt du sicherlich auch, dass es Sekten im Islam gibt, die erstens die Sunna verleugnen und nicht annehmen. Ja, Ja, und dann? gibt es Koraniten, gibt es Aleviten, gibt es ja für mich Das sind sind Schiiten wahrscheinlich auch Koraniten. Leute, die die Sunna verleugnen, sind Koraniten. Ja, weißt du, das meine ich ja. Ja. Du Ja, sagst aber Sekte dazu, was willst du jetzt damit sagen? Ja, okay, aber Sekten für die gibt es im Koraniten Islam, bist du ne? dann auch eine Sekte. Ja. So. Dann gibt es Leute, die bestimmte Überlieferungen annehmen, die in der Allgemeinheit als unauthentisch klassifiziert worden sind. Das heißt, beispielsweise, ich bin von Ahlus Sunnah wal Jamaa. Wir sagen, das, was wo wir den Beweis haben, ist authentisch. Selbst wenn es nicht mit unserem Verstand übereinstimmt. Selbst, also wenn wir es nicht verstehen. Also Beispielsweise blind Sachen annehmen, blind denken. Ist ein Hadith authentisch, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit einem Kamel gesprochen hat. So, können wir das als Menschen verstehen? Wahrscheinlich nicht, weil. Ich könnte die Menschen sagen, die andere Menschen sagen, die auch mit Tieren reden und die werden dann halt klassifiziert Also als. ich rede auch manchmal mit meinem Kater. Ja, aber verstehst du ihn? Ja, ich rede auch manchmal mit meinem Kater, ich kuschle mit dem, mein Babyschatz und so. Verstehst du deinen Vater? Also ich verstehe ihn zum Beispiel, er ist wirklich ein Feinschmecker, er mag zum Beispiel nur Hähnchen, er mag kein Thunfisch. Wenn ich ihm jetzt Hähnchen und Dings, der entscheidet das. Weißt du, was ich, das zeigt so wie, also ich kann schon kommunizieren, wenn er zum Beispiel Miau so gewisse Töne macht, weißt du, was ich meine, so Miau-Töne, weil so kann ich den verstehen. Wenn er dann einen gewissen Ton macht, dann weiß ich, er mag jetzt so Hähnchenfleisch haben, weißt du so. Also durch diese Töne, was die Katze von sich gibt, diese Miau-Töne, verstehe ich, was er will. Weißt du, was ich Ja, meine? okay, das hast du aber durch deine Beobachtungen ausgemacht, wahrscheinlich. Ja, Durch also durch Beobachtungen die und Zeit. Erziehung, Beobachtung, genau, Ja, richtig, richtig. ja. So, aber Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat dieses Kamel vorher noch nie getroffen. Was sagst du Aber dazu? woher weißt du das? Vielleicht hat ihn doch getroffen. Ja, Lara, ist doch egal. Im Endeffekt ist doch die Geschichte schon mal. Also, Ja, ich woher weiß, willst was du du wissen, meinst. dass er den Kamel getroffen hat? Oder woher willst du überhaupt wissen, dass irgendwelche Vögel gekommen sind damals und haben Abraham geholfen und irgendwelche Elefanten und was weiß ich was für ganzen Aber Fabelgeschichten? ich möchte nur verstehen, woher immer diese Sicherheit, verstehst du? Deswegen frage ich so Ja, sag genau. ich doch. Also, woher soll man denn wissen, dass das so. Ich meine, Fabelgeschichten haben wir unzählige. Ja, das meine ich ja, deswegen frage ich ja, verstehst du? Ich will ja auch verstehen, wie diese Denkweise der Gläubigen auf
funktioniert, weil ich persönlich, ich kann das nicht so ein, das ist für mich so, hä, geht's diesen Menschen gut so? Weißt du, was ich meine? So, hä, ganz komisch. So. Sicherheit kommt daher, da dass Menschen klassifiziert haben, die Wissen hatten. Also, wenn du jetzt als Laie versuchst, einen Hadith zu klassifizieren, dir wird der Kopf explodieren. Brauche ich Wenn doch du. gar nicht. Brauche ich doch gar nicht. Ich kann mir doch Richtig, einfach du die brauchst es nicht. Und Hadithe, das ist das, ich kann das mir ist doch das die Ding. Hadithe, ich kann mir die Hadithe angucken und dann kann ich doch sehen, was für ein Schwachsinn da drin steht. Ich muss ja nicht an diesen Schwachsinn glauben, nur weil ich die Klassifizierung davor nicht gemacht habe. Ich kann doch den Schwachsinn dort ablesen und vergleichen mit meiner Welt. Und dann kann ich doch erklären, ob das für mich logisch ist oder nicht. Ich brauche doch Wenn nicht die dies aber Klassifizierung ein, davor. wenn dies aber eine authentische Überlieferungskette hat und einen authentischen Inhalt hat. Okay, also. Das heißt also, weil das mal authentische Überlieferungskette existiert, haben die Menschen früher, die Frauen früher haben die Sperma gehabt, zum Beispiel. Also ist das wahr? Nochmal bitte. Also das heißt, weil die Überlieferungskette halt von Gelehrten überprüft wurde, also von guten Gelehrten überprüft wurde, heißt das, es ist wahr, dass die Frauen früher Sperma hatten, also Samen hatten. Kannst du den Hadith nennen? Also ich kenne den gerade nicht. Ja, das ist das Problem. Du kennst ja nur irgendwie die Fehler, die kennst du nicht, aber es gibt sehr viele Fehler. Nein, sag doch. Sag ich Du hast dir. jetzt eine Behauptung gemacht und jetzt musst du Genau, den kein Beweis Problem. bringen. Kein Problem, sag ich dir. Aber Aber ich würde dich warum nicht willst mal vorab interessieren, wie wirst du jetzt reagieren? Was wird das für dich bedeuten? Ich gebe dir das, kein Problem. Aber ich würde vorab mal wissen, was dir das bedeutet, wenn du sowas liest. Ich hätte mal eine Frage, warum diskutiert ihr jetzt über irgendwelche Hadithe und Klein-Klein oder sonst irgendwas? Die viel wichtigere Frage Aber ist, warte mal, das Sonnenschein, das ist. ist jetzt sehr, sehr wichtig. Machiavelli hat eine sehr gute Dings. Bitte, Emin, geh mal drauf an. Was ist jetzt, wenn er jetzt dir das beweist, dass dieser Hadith authentisch ist? Was dann? Dann werde ich das erstmal nachrecherchieren. Wer Aber. das authentifiziert hat, was da wirklich drin steht, Aber geh was mal die davon Gelehrten dazu aus, es gesagt ist haben. wirklich authentisch, das ist auch von den Gelehrten. Nur einfach so ein Dings, weißt du, was wir ein Gedankenspiel machen? Geh davon aus, so, das ist jetzt authentisch. Was würdest du machen? Wie würdest du reagieren? Oder? Wie gesagt, ich würde das nachrecherchieren. Was die Gelehrten dazu gesagt haben, wie das zu interpretieren. Würdest du aber den Islam verlassen, wenn das wirklich, wenn du merkst, dass das ein Fehler ist? Ja. Würdest du den Islam verlassen? Wenn es ein Fehler ist, dann wird ein Gelehrter dazu schon was gesagt haben. Siehst du, guck mal, wie du Es herangehst. gibt es Du bist gibt mir nicht ja, mehr warte. ehrlich. Du kannst Es nicht gibt. antworten, aber kannst du nicht, guck mal, Ja, ich kann mach nicht dir doch antworten, nur weil jetzt ich so dazu kein kompliziert. Wissen Wenn habe. dieser Hadith authentisch ist, mit alles drum und dadurch bist nachgegangen, bipapo, tralala, würdest du dann den Islam verlassen? Einfach ja oder nein beantworten, ist doch Es nicht so schwer. kommt drauf an, was die Gelehrten dazu gesagt haben. Aber warum kannst du nicht mit ja oder nein beantworten, die Frage beantworten? Weil Hadithe manchmal authentisch sind, die zu interpretieren sind. Der kapiert es nicht. Der Hallo, versteht hallo. Hier gibt nicht. es nichts so gut zu interpretieren. Ich zeige Darin dir. wirst du nichts führen. Moment, bitte. Hallo? Ja. Hallo? Also, Ja, was ich. hallo. Hallo, ich grüße euch erstmal alle zusammen, ja? Hallo, grüß dich auch. So, eine Sache verstehe ich irgendwie nicht. Anscheinend jetzt wie der Titel oder die Überschrift in diesem Stream heißt anders, aber ihr fragt oder wird irgendwie. Komischerweise irgendwie über Hadith gesprochen, hat überhaupt das hat keinen Sinn. Ich meine, ihr seid ja kein Muslime, was ich schon festgestellt habe, entweder der unten ist oder Okay, du warte, selber. stopp, kleinen Punkt, Punkt machen. Ja. Wie lange bist du hier in dem Stream? Ich habe dann mitgekriegt, gerade das Gespräch und deshalb das Also irgendwie passt. Mohammed, du lenkst die du Frage hast, an die genau, falsche warte, Richtung. du Die hast Frage jetzt, ist, was macht ein okay. Gläubiger hier in dem Stream? Nein, Wie nein, bitte? warte, 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 nein, nein, warte mal, ich war, Machiavelli, ganz kurz bitte, ganz kurz, so. Wenn du doch nicht weißt, wieso wir reden und so, wieso kommst du so mit Dings, ihr seid keine Muslime, wieso hat diese Pipapo? Die Sache ist, die Muslime kommen hier und erwähnen, ne, Emin hat selber so Hadithe angefangen zu erklären, ob die authentisch Ja, sind, weil Pipapo ja. und so Geschichten. So, Ja. warte, stopp, Ja. stopp.
Und dann natürlich sind wir auf diese Sachen eingegangen. Dann das nächste Punkt. Wieso, wo ist das Problem? Wir Ungläubigen, Gottlosen dürfen auch über Religionen reden. Wo ist das Ist Problem? ja Ist nicht das so unsere schlimm, Meinung? natürlich, Ja. natürlich. Aber das ist irgendwie passt nicht, was ihr jetzt gerade macht. Schon allein die Aussagen vom Anfang waren schon falsch. Ja. Deswegen habe ich Was? mal eine andere Frage. Ich wollte mal was ganz anderes fragen. Können wir das Thema mal so ein bisschen aus den Hadithen rausholen? Und die Frage wäre, Emin und Mohammed, wie habt ihr schon mal mit der Evolutionstheorie beschäftigt? Ja? Ja, natürlich. Ja, klar. Okay, und was sagt ihr zu der Evolutionstheorie? Das musst du selber sagen. Wenn man nicht dran glaubt, dann Na, das hat nichts mit Glauben zu tun. Ich meine, habt ihr die Studien gelesen? Habt ihr die Das ist Beweise doch kein gelesen? Glauben. Ja, da hat Das aber hat nichts keinen mit Glauben Sinn. zu tun. Guck mal, Das hat kein. sonst niemand von uns hat behauptet, es gab bei den Menschen keine Evolution. Hat keiner von uns behauptet. Also Eine Frage. jedenfalls, ich jedenfalls nicht. Ich weiß Also nicht, ob das andere Leute behauptet haben. du würdest sagen, es ist mit deinem Glauben vereinbar, dass wir zum Beispiel das, sagen wir mal, vor 50.000 bis 300.000 Jahren zum Beispiel der Neandertaler hier gelebt hat in Deutschland und dieser Mensch, dass das auch schon Mensch war, eine Menschenart. Es gibt im Koran, es gibt im Koran ein Vers, wo gesagt wird, dass vor uns Menschen schon etwas Menschenähnliches hier gelebt hat. Ich kann nicht sagen, dass das ein Mensch war, oder dass das im islamischen Kontext ein Mensch war, beziehungsweise als Mensch klassifiziert wurde. Kannst du das vielleicht ein bisschen größer machen? Warte, ich mach mal ändern, kleinen Momentus. Ich glaube, warte, vielleicht geht's noch anders. Nee, ich glaube, anders schaffe ich das nicht. Kann man das vielleicht so sehen? Nee. Nein, oder? Schwer. Schwer, oder? Du kannst vergrößern, du kannst Ja, aber wie mache ich das? Wo klicke ich drauf? auf die Männchen drücken, wo die Männchen sind, dann sind die leicht Ja? zu. Und dann auf das viereckige Bildschirm, auf das Viereck drücken, also das ist ein viereckiges Symbol. Das habe ich nicht da. Das habe ich nicht da. Ansonsten kannst du vorlesen. So geht das auch nicht. Jetzt müsste das gehen, eigentlich. Nein. Ups. Nee. Ach so. Nee, geht nicht. Okay, ich lese es mal vor. Ich habe das. Ja, dann lies es halt vor, ne? Ja. Also, Warte. warte. Meine Kamera wieder aus. Das dann hast du auch schon. Okay, so. Also, Abbas bin al-Walid sagte uns, Yazid bin Zayd, du weißt ja, diese Kette, ne, wird hier aufgezählt, sagte, und zum Schluss, ne, kommen wir zum Thema, dass Sulaim erzählte, dass sie den Propheten Gottes fragte, ja, also sie, also die Frau, fragte, Gottes Gebete und Friede sei auf ihm, über eine Frau, die in ihren Träumen sieht, was ein Mann sieht. Und wäre das so, der Prophet Gottes, Gottes Gebete und Friede sei auf ihm, sagte, ja, also woher kommt die Ähnlichkeit, dass das Wasser des Mannes dick ist, weiß, und das Wasser der Frau ist dünn und gelb? Also von welchem von ihnen höher oder vorausgehend ergibt sich daraus die Ähnlichkeit? Also hier wird. Lies mal bitte den Hadith richtig. Du hast ja ganz durcheinander gelesen erstmal, ja. Na, Lies mal. Und welche Quelle hast du? Welche Quelle hast du bitte? Welche Das ist die Quelle? Übersetzung ist hier schlecht. Guck mal, kannst du Nein. Arabisch? Kannst du wie? Nein. Ja, kann ich Arabisch, natürlich. Mohammed, Ja, kann ich Arabisch, ja. Okay, dann lest es mal bitte vor. Dann lest mal bitte vor. Ich habe das auf Arabisch den gehört. Lies mal bitte vor. Lies mal bitte Nein, vor. nein, Wie nein. nein? Ich sag Jetzt dir bei mal dir was jetzt auf oder bei Arabisch. mir jetzt? Ich sag Bei dir mir original. jetzt, oder? Ich will die original Arabisch zeigen. Dann kannst du es ja vorlesen. Welche Nummer hast du bei dir jetzt? Welche Nummer hast du? Welche Hadith hast du? Welche Nummer? Und Sag ich welche dir, warte. Quelle? Sag ich dir.
hatte schon mal gehört, irgendwo hier. Ja, das ist das Arabische, ne? Aber Mohammed, ich habe das Gefühl, dass du diesen Hadith kennst, deswegen deine Reaktion gerade so. Nee, sicher bin ich der Hadith jetzt. Nur, was ist das Problem bei euch in diesem Hadith? Was ist das Problem eigentlich? Das Problem ist, weil der Prophet besagt mit diesem Hadith, dass die Frau auch Sperma hat, was natürlich unmöglich ist. So ein Fehler ist es zum Beispiel. Genau. Hier steht, dass die Frau hat, die Sperma hat, Samen hat. Und hier steht. Also das Wasser von der Frau, die ist ja. Ich habe das schon vor ein paar Tagen. Jetzt, ich muss das irgendwie raus. Moment. Ja, erzähl. Hatte ich irgendwie die Tage gehabt. Hast du Nummer erstmal da? Hast du die Nummer vielleicht gerade? Ja, also hier ist so ein Sahih. Muslim 311 Buch 3 Hadith 32. Moment, Sahih Muslim, da muss ich nur auf meinen zweiten Handy, weil ich habe ja wirklich kein Buch hier gerade jetzt. Ich habe so Sahih Muslim. So, so. Muslim. Welche Nummer? 311 Hadith 311. Das ist aus Buch 3 ist das. Ich guck mal, oh, vielleicht kommt er von allein raus. Ich gucke mal erstmal. Ihr könnt weitersprechen. Ich guck mal bitte, ja? Wenn das überhaupt richtig, diesen Hadith mit diesem Nummer, was du gesagt hast. Natürlich kommt was raus, was anderes raus hier. Wieso tust du jetzt unterstellen? Hast du Angst? So. So, dann. Welche Sus ist das? Welcher Teil? Welcher Teil? Sahih Muslim, es gibt Ajza, also welche Sus? Das ist Kapitel 6, Nummer 304, kannst du mal gucken. Nee, das ist Bukhari, warte, Entschuldigung, das ist Bukhari. Ach ja, siehst du, deshalb Muslim gibt es sowas und Hadith nicht. Sag doch, bei Bukhari gibt es und bei Sahih. Guck mal, da kannst du gerne Dings lesen, aber ich habe den Dings, weil die Sache ist, der hat sofort die Sachen abgelenkt. Verstehst du, was ich meine? Du hast jetzt zum Beispiel. Lass ihn doch reden. Nee, ja, aber die Sache ist, seine Haltung sofort abgelehnt. Hier bei Sahih. Und er hat jetzt aus Versehen etwas gesagt und diese Haltung. Sowas gibt es nicht. Verstehst du, was ich meine? Nee, guck mal. Ich habe gesagt, es gibt, die gibt's. Also diese Sahih, das ist das Sahih, diese Überlieferung. Und die gibt es ja bei allen eigentlich. Und deswegen habe ich jetzt gerade die Muslim, also bei Muslim, bei Bukhari ist es bei beiden. Die beide erzählen das Gleiche. Und bei Muslim ist es halt 311, Buch 3, Hadith 32. Nein, es gibt Überlieferungen, die Bukhari beispielsweise aufgeführt hat, aber Muslim nicht. Aber bei dem, aber diese Aufführung ist bei beiden, sage ich doch. Aber das ist bei beiden. Bei beiden sage ich. Also bei diesen beiden Büchern ist das. Das kann sein, ja. Okay, ja. Okay, du kannst gerne noch eine Anfrage schicken, aber mach nicht so, diese halten sofort ab. Das mag ich gar nicht, okay? Du kannst gerne noch mal eine Anfrage schicken, Mohammed. Ich habe jetzt gesagt, daher Muslim 311. Buch 3, ja. Hadith 32. So, und als ich dann halt die andere Nummer sagen wollte, habe ich aus Versehen die Nummer von Bukhari gesagt. Aber ja, und dann hat er sofort gesagt, ja, Hadith genau. Und so. Verstehst du, was ich meine? Deswegen habe ich gesagt, ja, ins Lächerliche getroffen. Ja, das ist nämlich so eine Sache. Und wenn du halt solche Leute siehst, dann ist es klar, zum Beispiel würde er jetzt das in Arabisch lesen, würden den Hadith, woher weiß ich, dass er das vielleicht selber noch so interpretiert und so. Das ist dann auch so eine Sache. Aber gut. Okay, Mohammed, schick mal eine Anfrage. Bist du da? Hallo, Mohammed. Aber das nächste Mal tadel ihn doch einfach dafür und kick ihn nicht direkt. Weißt du, die Sache ist, der war schon mal bei mir. Der war ein bisschen, ja, ich glaube ein, zwei Mal. Und der hat immer angefangen zu brüllen, zu schreien und so. Deswegen habe ich ihn eigentlich öfters gekickt, weißt du. Und ich habe den bei anderen Streams noch links gehört und so. Und der hat immer so eine komische Haltung. Weißt du, was ich meine? Ja, was ist denn eine komische Haltung? Ja, diese gleich ablehnen, was ich gerade gesagt, so ins Lächerliche ziehen und so, diese Sache. Weißt ja, das macht ihr ja manchmal auch, muss man ehrlich sagen. Wie? Was machen wir da? Zum Beispiel? Zum Beispiel, als ich das mit den Hadithen erwähnt habe. Ja, und was haben wir dann als lächerlich? Wie haben wir das? Also, wie? Ja? Ihr behauptet beispielsweise, dass das nicht authentisch ist oder dass man halt immer
nur auf die Gelehrten immer angewiesen ist. Nee, das sage ich nicht. Erstens bin ich der Meinung, dass die Herr Diese, erstens bin ich der Meinung, dass die Herr Diese sowieso nicht herangezogen werden dürfen, normalerweise. Ja, ja, weil der Koran weil im Islam nur der Koran Gottes Wort ist und gültig sein sollte. Aber weil der Koran, und das ist ja meine Argumentation, weil der Koran unausreichend ist, haben sich dann halt die Moslems quasi das Feld erweitert, um dann halt nochmal von den Hadithen quasi sich dann halt doch nochmal die Erklärung zu holen, weil der Koran unausreichend ist. Und das hat man dann quasi als Rechtfertigung oder beziehungsweise als notwendige Quelle nochmal aufgenommen im Islam. Aber normalerweise, wenn Gott ein Buch, eine Botschaft überbringt, sollten seine Worte so klar und deutlich sein, dass ein Koran ausreichen sollte. Guck mal. Du hast im Koran beispielsweise. Also ich will nur sagen, das stimmt nicht, dass ich irgendwie jetzt sage, dass man irgendwie dass die Hadithe irgendwie Dings sind. Keine Ahnung, dass das falsch ist oder so. Also das ist gar nicht mein Beweggrund. Ja? Mhm. Weil ich bin sowieso der Meinung, dass die Hadithe rausgelassen werden müssen. Aber wenn du schon die Hadithe reinholst, ja, dann müssen wir das nochmal unter die Lupe nehmen, so wie weit die Hadithe richtig sind. Ich gehe ja schon den Kompromiss ein, dass ich mit dir über die Hadithen diskutiere. Das ist ein Kompromiss von mir. Ja? Aber guck mal. Selbst im Rahmen dieses Kompromisses sind genug Fehler drin. Eine Frage. Tauhid, bist du vielleicht dieser Albaner, wo die Christen widerlegt? Falls du der Tauhid bist, dann werde ich dich nicht hochholen. Aber falls du ein anderer bist, dann hole ich dich hoch. Kannst du bitte antworten? Ja. Guck mal, wenn du im Koran steht drin, dass du beten sollst als Muslim. Ja. Wird gesagt, wie du beten sollst, wird gesagt, wie oft du beten sollst. Wird nicht erwähnt, oder? Ja, und das ist eine Schwäche. Das ist eine Schwäche. Nein, es ist keine Schwäche. Wenn das in meinen Augen schon. Warte. Wenn das alles erwähnt werden würde und das alles erklärt werden würde, dass wir unsere Religion richtig praktizieren können, dann wäre das Buch 3 Kilometer dick gefühlt. Du redest so, als ob Gott gerade versucht, etwas zu erklären, was er nicht selber erschaffen hätte. Warum hat Gott das alles nicht, die ganze Kreation, so gemacht, dass das alles eindeutig ist? Dass er auch ein Buch runterbringt und das halt dies alles erklärt, so wie es halt Fakt ist. Ich kann doch nichts dafür, wenn Gott so viel Vielfalt reingebracht hat, so viele unterschiedliche Sachen auf die Welt reingebracht hat, ja, dass er das im Nachhinein nicht mehr erklären kann mit einem Buch. Das ist sein Problem. Er hätte ja vieles simpler machen können und nicht so viel Vielfalt reinbringen müssen. Weil alles wird dir erklärt, dass Gott das alles gemacht hat. Und das ist eine Prüfung, und das ist eine Prüfung, und das ist so, und das ist so. Alles, was ich sage, wird mit einer Ausrede, ist eine Prüfung. So, das heißt, die ganze Vielfalt, die hat Gott ja selber reingebracht, aus deiner Meinung nach, weil das alles eine Prüfung ist. Und im Nachhinein kann er das alles nicht mehr in einem Buch verpacken. Nicht alles ist eine Prüfung. Das ist falsch. Naja, guck mal, pass auf. Ja. Wenn man reich ist, ist das eine Prüfung oder nicht? Bitte? Wenn man zum Beispiel Moslem ist und reich ist. Ja. Heißt das jetzt, der ist reich, weil er Moslem ist? Nein. Okay, wenn man Moslem ist und arm ist, ist man arm, weil man Moslem ist? Auch nicht. Okay, das heißt, der Islam hat null Einfluss auf dein Leben, richtig? Das heißt, du kriegst doch null Feedback von deinem, du kriegst null Feedback von als Moslem, weil wenn du gläubig bist, ändert sich nichts an deinem Leben. Nichts. Der Islam hat null Einfluss in deinem Leben. Also ich als Muslim kann sagen, ich habe sehr viel Einfluss, gerade auch in meiner Umgebung. Ich wohne in einem Ort, wo es sehr viel Rassisten gibt, ja. muss ich jetzt leider so sagen. Gott beschützt dich jetzt vor den Rassisten, weil du gläubig bist. Nee, ich will ja wissen, was der Effekt ist. Was ist der Effekt, dass du gläubig bist? Was hast du jetzt gewonnen dadurch, dass du gläubig bist? Ja. Dass ich in mir drin stärker geworden bin. Und wie stärker? Kannst du uns diese Stärke erklären? Ja, ich weiß schon, was er meint. Ich weiß auch, was er meint, aber ich möchte wissen, wie er das versteht. Ja, das heißt, Stand kann da drüber stehen. Aber eine Frage. Diese Kraft bekommen auch Leute, die an Jesus glauben. Die haben auch ihre Kraft und ihre Motivation. Ja. Heißt das jetzt, dass Jesus auch der wahre Gott ist? So, das heißt, wenn du dieses Beispiel heranziehst mit Jesus und die Menschen, die von Jesus Kraft bekommen, ja, heißt das jetzt, dass das doch nicht an einem göttlichen Wesen liegt, dass du jetzt standhaft bist und Kraft bekommen hast?
guck mal, wir Muslime sagen, das Christentum, das Injil, ist ursprünglich von Gott gekommen. Ja, aber Jesus, egal. Warte. Jesus ist der Gesandte von. Du hörst mir nicht zu. Wenn Christen Jesus anbeten. Aber die Sache ist, du hörst nicht zu, du gehst nicht auf die Sache. Du musst nicht so weit ausholen. Ich bin doch gerade dabei. Das ist egal, was das Christen vorher war, dass das jetzt Prophet ist oder nicht. Es geht darum, dass Christen Schirk begehen. Ja? Christen beten Jesus an und sehen Jesus als Gott. Und richtig. Die kriegen Kraft, die bekommen Kraft. Das heißt, Gott gibt einem Menschen Kraft, der Schirk begeht. Gott bestätigt ihn in seinem Irrglaube. Will er ihn verarschen jetzt? Will Gott ihn verarschen? Weil er ihm jetzt Motivation, weil er ihm Kraft gegeben hat, obwohl er an den falschen Gott glaubt? Warum gibt Gott ihm diese Kraft jetzt? Das heißt, Gott bestätigt ja sein Gott jetzt, also den Schirk. Weil er hat ja Kraft durch Jesus, verstehst genau. du? Also das Gott, ist ja die Sache. Gott gibt ihm Kraft, obwohl er Jesus angebetet hat, als Gott. So, warum gibt Allah, wenn Allah der Wahre ist, diesen Christ, nachdem er Jesus anbetet, ihm diese Kraft? Da führt dann, dass entweder verarscht Allah ihn, oder Allah ist nicht der wahre Gott, sondern Jesus ist der wahre Gott. Eins von beiden. Erklär es mir. Dann hättest du, wenn Jesus der wahre Gott wäre, dann hättest du ja den gleichen Punkt, wie genau. du jetzt gerade anführst. Richtig, guck genau. Mal, das gleiche würde ich jetzt den Christen, auch, genau, das gleiche würde ich jetzt den Christen fragen. Richtig. Und deswegen bin ich ja ungläubig. Wenn du, ja. pass auf, Gott ist nicht die einzige Quelle von Macht, sage ich mal. Mhm. Okay. Auch Shaitan, also der Teufel kann einem Kraft geben. Es gibt viele Leute, die Satan anbeten. Okay, das heißt, da ist ein Mensch, der ist bereit, für den wahrhaften Gott quasi zu beten. Und weil der Shaitan ihn verleitet, an Jesus zu beten und ihn halt auch die Bestätigung gibt durch die Gefühle, durch den Einfluss in seinem Leben, ja, ja. Kann Gott nicht reagieren und sagen, hey, ich lasse nicht zu, dass du mit deiner Kraft einen Menschen irreführst. Doch. Weil er ist bereit, mich anzubeten, aber er sieht das nicht, weil du ihn in die Irre führst. Also, wer ist jetzt der Mächtigere? Ist Shaitan der Mächtigere oder ist Allah der Mächtigere? Wenn wir uns jetzt die Anzahl der Christen angucken, dann ist ja anscheinend der Teufel der Mächtigere. Nein. Oder ist vielleicht Allah, Gott und Allah ist der Shaitan. Oder ist Allah, es vielleicht so rum? Allah leitet recht, wen er will. Und er Allah. Lässt irre gehen, wen er will. Genau. Siehst du, und all diese Geschichten, ja, das ist ja. so, du hast für alles irgendwie eine Ausrede, und das ist echt eine Ausrede, weil das ist sinnlos, was du erzählst. Und all das kann man natürlich nicht in einem Koran verpacken. Hast du recht. Weil, ja. weil der Islam besteht aus Ausreden, und so viele Ausreden, die Menschen erfinden können, passen nicht in einen Koran rein. Und genau das ist das, worauf ich hinaus wollte. Dankeschön. Genau. Ja. Warum sind das Ausreden? Das sind Zitate aus dem Koran. Nein. Guck mal. Der versteht das nicht, gell? Du verstehst es nicht, Emil. Entweder verstehst du es nicht, du hast wirklich kein Wissen, oder du willst es nicht akzeptieren. Also, ich meine, hä? Erklärt euch doch. Denkt doch mal ein bisschen nach. Wir erklären das doch, beziehungsweise Machiavelli erklärt das doch ganz klar und deutlich. Sag's noch mal. Du sagst ja gerade, ich habe dich ganz am Anfang gefragt, in welcher Form hat dein Glaube Einfluss auf dein Leben? Das heißt, wo kannst du behaupten, ja, das ist jetzt, weil ich gläubig bin? Dann hast du gesagt, in meiner Region gibt es viele Rechtsextreme und ich bekomme von Allah sehr viel Kraft. Und dann habe ich dir gesagt, diese Kraft, die du bekommst, die haben auch andere Christen zum Beispiel, die Jesus anbeten. So, also und dann, jetzt erweiterst du wieder dein Portfolio der Ausreden und ziehst den Teufel mit ins Thema. Aber wo du gesagt hast, dass du Kraft bekommst gegenüber den, mach mal bitte stumm, Lara. Okay, kleiner Moment. Wo ist das? So, jetzt, wenn ich von den Christen rede und der Kraft da rede, holst du den Teufel mit ins Spiel. Aber wo du aber selber davon redest, dass jetzt du halt Kraft bekommst gegen die Rechtsextremen, da hast du den Teufel nicht mit reingeholt. Da hast du nicht zu dir gesagt, ja, es kann auch sein, dass der Teufel mir diese Kraft gibt und ich bin irregeführt. Verstehst du? Also ich will nur sagen, die Antworten sind immer
angepasst auf den Umstand, wie du das jetzt rechtfertigen müsstest. So, und wenn wir jetzt diesen Weg gehen mit diesen Anpassungen, mit diesen Antworten, immer so, dass du dich selber irgendwie mit Ausreden halt rechtfertigst, ist so viel im Endeffekt, im Nachhinein ist so viel, die Fragen sind so viel, dass man das mit einem Koran nicht mehr beantworten kann. Dann sind es 3 Kilometer, ja, hast du recht. Ja, aber auch nur deswegen, weil Menschen immer darauf aus sind, Ausreden hineinzupacken und das immer umzuinterpretieren oder das so zu erklären und so zu erklären. Es gibt keinen eindeutigen Weg. Es gibt nicht diesen Weg, wo man sagen kann, warum hat Gott einfach die Macht des Teufels nicht weggelassen? Zum Beispiel, ne, ich habe ja gesagt, warum hat das Gott so komplex gemacht? Ja, also, um das nicht so komplex zu machen, hätte Gott auch das so machen können, dass der Teufel eben nicht die Kraft hat, einen Christen die Kraft zu geben. Als Beispiel, das wäre eindeutig dann. Dann hätten wir jetzt nicht die Notwendigkeit, dass wir jetzt das wieder irgendwie versuchen zu erklären. Und genau diese Erklärungen, diese Vielfalt an Erklärungen, die kannst du bei tausenden von Beispielen im Leben halt einsetzen. Ja. Und deswegen passt das, reicht der Koran nicht aus. Aber das ist eine Schwäche. Das ist eine Schwäche des Erschaffers, wenn es ihn geben würde. Aber ich glaube eben nicht, dass es den Erschaffer gibt. Und deswegen gibt es auch diese Ausreden auch. Und deswegen reicht der Koran auch nicht aus, weil der Koran von einem Menschen geschrieben wurde. Du hast jetzt behauptet, der Koran wurde von einem Menschen geschrieben. Ich habe viel mehr behauptet eigentlich. Ja, klar, du hast viel mehr behauptet, das ist richtig. Aber warte mal, Emin, ganz, ganz ehrlich, hast du überhaupt den Sinn verstanden? Hast du überhaupt verstanden, was Machiavelli damit sagen will? Verstehst du, was ich meine? Du sagst hier, du hast behauptet so. Ja, okay, aber das macht doch Sinn, was er sagt. Das ist doch dann sozusagen klar, dass der Koran von einem Menschen geschrieben ist. Verstehst du, was ich meine? Also, hä? Wieso kommt es bei dir das nicht so an? Woraus kann man jetzt hieraus schlussfolgern, dass der Koran von den Menschen geschrieben ist? Weil die Argumente voller Ausreden sind. Es gibt keine. Alles, was du sagst, musst du dir irgendwie per Ausrede herbeiführen und anpassen. Ja, aber es hätte auch alles viel strikter und viel klarer sein können. Hat das nicht hinbekommen? Klar, hätte es alles viel strikter und klarer sein können. Gebe ich dir recht. Es hätte alles viel einfacher sein können. Aber diese Regeln, die wir haben, diese Gesetze, die wir haben, sind aus einem bestimmten Grund, aus einer bestimmten Weisheit gekommen. Beispielsweise, wusste man damals, dass Schweinefleisch sehr, sehr ungesund ist und hat es deswegen verboten? Wusste man nicht. Man hat es einfach Man hat es einfach angenommen. Und heute weiß man, okay, Schweinefleisch ist das ungesündeste Fleisch. Okay, eine Frage jetzt dazu. Ja. Es geben sehr viele Menschen auf der Welt. Ja? Ich sage jetzt wirklich, also ich sage mal 80% der Weltbevölkerung. Ja? Oder reden wir auch nur von Europa. Ja, die haben nie aufgehört, Schweinefleisch zu essen. Es gab keine Zeit, wo die gesagt haben, okay, Schweinefleisch dürfen wir nicht essen. Jetzt will ich mal von dir wissen, wenn wir Schweinefleisch jetzt als Referenz benutzen, wen hat es mehr gebracht? Hat es den Europäern mehr gebracht, Schweinefleisch zu essen? Oder hat es den Arabern mehr gebracht, Schweinefleisch nicht zu essen? Wenn wir uns gucken, wo Europa heute ist, wie alt die Menschen wären, wie das Gesundheitssystem ist, welchen Fortschritt sie haben, dann würde ich doch fast behaupten, dass das Schweinefleisch essen doch eher, also dass die ganze, dass Europa und all das doch für Schweinefleisch essen spricht. Weil das Resultat sieht man ja. Also von welcher Ungesundheit redest du? Von welchem Nachteil redest du? Wenn Schweinefleisch ungesund ist, ich sage ja nicht, dass es gesund ist, aber in welchen Maßen ist das ungesund, dass man das jetzt so krass verbieten muss? Ich meine, das Endresultat sehen wir, Europa ist doch viel entwickelter, viel fortschrittlicher. Aber das hat ja nichts mit dem Schweinefleisch zu tun. Ja eben, also welchen Einfluss hat jetzt, wozu dieses Schweinefleisch-Thema jetzt? Was perfekt gesagt, sehr, sehr gut. Ja, aber geh doch bitte jetzt drauf ein. Schweinefleisch ist anscheinend so ein krasses Thema, das muss ja irgendwie etwas, ne, also ich sehe es aber nicht. Du sagst jetzt, woher wussten die, als ob das Schweinefleisch nicht essen so ein krasses Wunder ist. Nein, es ist nichts Wichtiges. Also, ob das ungesund ist oder gesund ist, es hat keinen negativen Einfluss. Du siehst ja gerade, dass die Menschen, die Schweinefleisch essen, viel fortschrittlicher sind. Es hat einen sehr großen Einfluss auf die Gesundheit, wenn du Schweinefleisch isst. Sehe ich nicht. Du wirst
von Schweinefleisch ist ja studienhaft nachgewiesen, dass du eher dann zu Übergewicht neigst, dass du zu Diabetes neigst, dass du zu, wie heißt das? Ja. Also bei Fructose nicht, ja? Also bei Frucht, bei... bei Fructose nicht, aber die andere Form von Diabetes. Bitte? Die andere Form von Diabetes. Ja, guck mal, diese Diabetes, diese Krankheiten, ja, die sind, die machst du jetzt davon abhängig, dass man Schweinefleisch isst und die Menschen, die kein Schweinefleisch essen, haben keinen Diabetes? Nicht nur. Du machst das, du neigst eher dazu. Du neigst aber auch eher dazu, wenn du jeden Tag 3 Liter Cola trinkst. Ja, und das meine ich doch. Also da gibt's gar kein, warum wurde Cola nicht verboten zum Beispiel? Oder warum ist, ich meine, der Islam ist ja kein Medizinbuch, verstehst du? Du kannst nicht ein Verbot jetzt herauspicken und sagen, guck mal, es wurde medizinisch so und so bewiesen. Aber der Koran ist doch kein Medizinbuch, weil es gibt so viele andere Sachen, die der Koran halt nicht beschreibt, dass man das nicht machen soll. Weil der Koran kein Medizinbuch ist, ganz einfach. Niemand sagt, dass der Koran ein Medizinbuch ist. Richtig, aber wieso willst du jetzt eine Sache wie den Schwein jetzt, was ja eigentlich irrelevant ist, in Bezug auf die Statistik, wenn du es mal betrachtest, ja, warum versuchst du das so hervorzupuschen und so als Wunder darzustellen, was gar nicht so ist? Das habe ich gar nicht gesagt, dass das ein Wunder ist. Ich habe gesagt, das ist die Weisheit hinter dem Verbot. Die Weisheit hinter dem Verbot. Okay, eine andere Frage. Emin, also sagst du, der Koran hat gar keine Wunder jetzt? Oder wie darf ich das verstehen? Ich sage, der Koran hat keine Wunder in dem Sinne. Der Koran an sich ist das Wunder, ja. Aber wie viele behaupten, dass bestimmte Suren ausgezählt werden oder bestimmte Verse ausgezählt werden. Hör auf, bitte. Guck mal, Emin, ganz ehrlich, du bist, schau mal, Emin, bei aller Liebe, ich find, du bist wirklich ein süßer, ein sympathischer Junge, so, aber bitte denke nach. Weißt du, so, schau mal, wir wollen wirklich nichts Böses, das sind einfach so logische Fragen, was wir stellen, und ich meine, muss ich schon zugeben, ne? Also, das macht schon Sinn, was er auch sagt, Machiavelli und so, nur ein bisschen nachdenken, mehr wollen wir auch gar nicht, ja? Guck mal, klar macht es Sinn, was er sagt, aber es hat keinen Einfluss darauf, ob der Islam jetzt die Wahrheit ist oder nicht. Naja, aber ich reagiere ja auf deine Aussagen, das heißt, du bringst mir die Sachen hervor, um den Islam als Wahrheit darzustellen. Also ich reagiere nur auf deine Aussagen. Also wir reden ja darüber, du hast ja gesagt, über Schweinefleisch hast du ja das Thema reingebracht. So, und ich habe dir gesagt, dass es überhaupt kein Grund ist, jetzt das so zu verheiligen oder das so in den Mittelpunkt zu stellen, weil es halt keinen Sinn macht. Also das heißt, wir verheiligen das Schwein nicht. Nein, aber die Aussage, dass das Schwein jetzt verboten wurde, das versuchst du ja gewisserweise als Wunder quasi darzustellen, weil das ja keiner wissen konnte, dass das ungesund ist. Na, habe ich sage eben, und ich sage eben, das ist ja nicht so, dass man das jetzt als ungesund abtiteln kann. Also man keiner verkauft jetzt Schweinefleisch und sagt, ja, ich verkaufe was Ungesundes. Ja? Die negative Wirkung davon ist halt zu gering. Ja? Also natürlich kannst du in allen Punkten, wenn du etwas übertrieben aufisst, kannst du davon leiden. Warte kurz. Okay. Machiavelli, Entschuldigung, ich bin jetzt draußen. Ich habe jetzt noch, wie viel Prozent, ganz wenig. Ich brauche das unterwegs. Willst du Livestreams starten, damit die Leute dann bei dir kommen? Ja, später, ja. Ich muss erstmal duschen. Okay, dann Leute, dann machen wir doch so, dann entweder komme ich später nochmal live oder Machiavelli kommt nochmal live. Ihr könnt ihn gerne auch folgen, alle folgen dem Machiavelli. Ja, und wenn ihr gerne diskutiert, genau. Und wenn ihr gerne diskutieren wollt und so, wie gesagt, geht's entweder bei Machiavelli. Okay, ich nehme nicht immer jeden an, aber Machiavelli nimmt so fast jeden an. bei mir ist das so ein bisschen Ding, so Albaner Temperament und so, aber ist egal. Das hast du gerade so angefangen, als ob du zu mir gesagt hast, du kleine Schlampe. Oh. Nein, ich meine damit so Frau. Ich meine jetzt so Frau emotional und so, weißt du, was ich meine? So, aber so, ja, egal.
Ne? Ich lasse jeden rein. Also Leute. Achso, jeden rein? Okay. Ja, du kannst rein sagen lassen, sag ich nicht. Naja, egal. Auf also, jeden wenn Fall. Dann machen wir komplett rein. Wenn ihr hochkommt, kommt ihr rein. Jetzt nicht einen auf Döner. Okay, also.